Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Erstmal heute weihnachtliche Grüße an euch. Ich hoffe, es geht euch und eurer Familie gut. Heute ein ganz besonderes Video. Und zwar haben wir nach großem Fight das Sub-Battle gegen die Schachorkas verloren. Und ich werde nun meine Wettschuld einlösen und werde euch eine wunderbare Partie vom Orca präsentieren. Das ist meine Wettschuld. Ich muss eine seiner Partien kommentieren. Er hat mir eine Partie geschickt, die ist mittlerweile, ich schaue mal, von 2008. Sie ist 14 Jahre her. Dort hat er fast noch als junger Hüpfer, als ganz junger Orca gegen eine WGM gespielt mit dem Namen Shazovnikova. Und er hatte Weiß und die seine Gegnerin, die WGM mit Schwarz, hatte 2338 Elo. Das heißt, ja, das ist eine ganz schöne Aufgabe gewesen für den Orca. Und wir schauen mal, wie diese Partie gelaufen ist. Der Orca hatte Weiß, spielt E4, A6. Ja, das ist natürlich so total so eine Offbeat-Eröffnung, vor der man keine Angst haben muss. D4, B5, und hier kann man alles Mögliche machen. Der Orca spielt das fast maximal aggressiv mit C4. Idee natürlich, möglichst auch noch den Läufer rauszubekommen. Schwarz greift stattdessen den E4 an. Ja, und jetzt muss man schon gucken, wie man den deckt. Weil wenn man den jetzt so deckt, dann wird natürlich da genommen. Jetzt kann man nicht da wieder nehmen, weil dann der fällt. Das heißt, Läufer D3 ist schon ein bisschen blöd. Springer C3 ist auch ein bisschen blöd, weil dann der kommt. Und dann der Springer weg muss und dann wieder dieser Bauer fällt. Dort möchte man seinen Springer nicht hinstellen, weil der so ein bisschen passiv steht. Und deswegen ein sehr logischer Zug, D5. Jetzt kommt E6. Schwarz greift hier maximal das Zentrum an und möchte für ein bisschen Chaos sorgen. C schlägt B5, man gewinnt jetzt einen Bauern. Schwarz spielt dieses Schach. Ja, das kann man machen. Ein bisschen besser wäre es wahrscheinlich gewesen, hier zu nehmen und jetzt voll versuchen, auf diesen D5 zu gehen. Das heißt, Weiß nimmt wieder diesen A6, den lässt man da einfach stehen. Man spielt jetzt den und greift den an. Springer C3, jetzt kommt Läufer B4 und man versucht volle Pulle auf diesen D5 zu gehen. Jetzt ist dieser Springer gefesselt und wenn jetzt zum Beispiel Läufer C4 kommt, dann kann man irgendwann gut daneben. Jetzt muss zum Beispiel dieser Läufer da wieder nehmen und dann kann man da diese Figur irgendwie nehmen auf D5, weil wie gesagt dieser Springer ja noch gefesselt ist. Das wäre irgendwie so eine Idee gewesen, wie man das hätte machen können, schon früher auf D5 nehmen. Weil das Problem ist, auf dieses Läuferschach, man muss jetzt nicht Springer C3 spielen, sondern man hat eine bessere Antwort und das macht der Orca auch. Man spielt Läufer D2. Jetzt kommt Dame E7, deckt diesen Läufer und geht in diese Diagonale rein. Aber jetzt kann man zum Beispiel da nehmen. Noch ein bisschen besser wäre es wahrscheinlich gewesen, da zu nehmen und diesen B5 da stehen zu lassen. Warum? Weil dieser B5 ja sowieso gedeckt ist durch den Läufer. Und man hofft so ein bisschen, dass Schwarz irgendwann da nimmt und man dann einfach mit Tempo seinen Läufer rausbekommt. Denn so wie das jetzt, man kann das machen, das ist kein Fehler. Aber das entwickelt natürlich erstmal diesen Springer. Dafür hat man jetzt einen Mehrbauern und so toll steht dieser Springer da ja auch nicht. Jetzt nimmt man da und jetzt muss man halt ein bisschen aufpassen. Man hat einen Mehrbauern, dafür hat Schwarz schon eine Menge Figuren entwickelt. 3 Figuren plus die Dame. Und die Gefahr ist jetzt so ein bisschen, dass man mit seinem König irgendwann ein bisschen gegen dieses Läuferpaar Probleme bekommt. Auch für Schwarz wäre es hier wahrscheinlich minimal logischer gewesen, mit der Dame zu nehmen und hier auf diesen E4 zu spielen. So, jetzt kommt A3, Läufer C5, Springer C3 und die nächste Phase sehen wir jetzt sehr logisch, Weiß schafft es sich zu entwickeln. Deckt den E4 und jetzt ist Weiß erstmal fertig entwickelt und jetzt hätte es einen sehr starken Zug für Schwarz gegeben. Man muss die Folge sehen. Ich glaube, das ist sehr schwer. Es ist eine Taktikaufgabe, aber wirklich eine tiefe Taktik. Es ist jetzt gar so ein bisschen Hauruck-Taktik, aber die steckt erst ein bisschen da drinne. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Idee findet, was man hier als Schwarzer machen kann. Der Zug alleine, den sieht man, aber die Abwehr ist relativ einfach. Aber es geht dann halt weiter und das ist das Spannende. Wenn ihr das seht, dann seid ihr echt stark. Also das würde auch noch nicht direkt gewinnen, aber das würde für Schwarz sehr vielversprechend sein. Haltet mal das Video an und versucht mal herauszufinden, wie man jetzt... Weil jetzt ist man fertig entwickelt als Schwarzer. Weiß hat noch nicht rochiert und den Moment kann man so ein bisschen nutzen. Ich zeig's euch. Die ist wirklich schwer, die Taktik. Man spielt Springer G4 und greift den F2 an. Und natürlich rochiert Weiß jetzt, ja. Und jetzt muss man natürlich die
eine Idee finden, weil sonst wird einfach dieser Springer vertrieben. Und jetzt kommt die Idee, Dame D6. Greift den Läufer an und droht hier vor allem auf H2. Jetzt droht nämlich, also wenn jetzt man jetzt den Läufer rettet, kommt jetzt Turm schlägt F3, droht matt und hat hier halt eine Figur gewonnen. Und dieses Matt kann man ja auch schon schwer jetzt verhindern, weil jetzt zum Beispiel auf G3 kommt schon Turm schlägt G3, denn der Bauer ist gefesselt. Dame schlägt G3. Und matt. Eine weitere Idee dieser Zugfolge wäre gewesen, dass wenn H3 kommt, man jetzt den Springer vertreibt und man da nimmt und denkt, haha, du setzt mich gar nicht matt, ich nehme den Springer weg, hängt jetzt noch dieser Läufer durch und man hat eine Figur gewonnen als Schwarzer. Und gewinnt ja eigentlich, oh, ich sehe gerade, man gewinnt ja diesen Läufer auch noch mit. Also man gewinnt noch viel mehr. Und das heißt, jetzt gerade würde sich dieser Entwicklungsvorsprung plus die F-Linie und das Läuferpaar, das würde sich jetzt in diesem Moment alles perfekt fügen. Hätte Schwarz das gesehen, aber das ist natürlich schwer zu sehen. Stattdessen spielt Schwarz Läufer B6, hat auch eine Logik, droht Springer C5. Und ihr könnt jetzt ja mal überlegen, was jetzt der Orca gespielt hat. Was hat der Orca wohl gespielt? Also Springer C5 ist schon unangenehm und deswegen überlegt man, was der Orca gespielt hat. Ich verrate es euch. Na was wohl, wenn man Springer C5 verhindern will? B4, sehr gut gespielt. Auch jetzt würde natürlich Springer G4 wieder gehen. Stattdessen kommt D5, hat auch eine gewisse Logik. Schwarz versucht, die Stellung zu öffnen. Hat einen Bauern geopfert, hat das starke Läuferpaar, versucht hier irgendwie Angriff zu bekommen. Und das will der Orca natürlich verhindern und spielt E5. Der Springer geht hier nach vorne. Und jetzt hängt wieder F2 und der Moment ist gekommen, wo man rochieren kann. Und jetzt gibt es kein Dame D6 und sowas. Jetzt steht man halbwegs in Ordnung. Aber auch jetzt würde es wieder einen interessanten taktischen, eine interessante Angriffsidee für Schwarz geben. Ihr könnt ja mal das Video anhalten und versuchen, ob ihr die Angriffsidee findet für Schwarz. Sie gewinnt nicht direkt, aber es ist eine interessante taktische Idee, die auf jeden Fall Angriff verspricht. Ich zeig's euch. Man könnte jetzt die offene F-Linie nutzen und den spielen, weil die Dame kann ich wieder nehmen, da der Läufer hängt. Jetzt muss jetzt der Bauer wieder nehmen. Und jetzt kann man versuchen zu behaupten, dass man mit dem Läufer, mit dem Turm und der Dame hier gegen diese schwache Königstellung angreifen kann. Was auch wirklich so ist. Und das wäre auf jeden Fall gefährlich geworden. Stattdessen kommt C5, auch logisch, Stellung weiter öffnen. B5, der Orca will das weiter verhindern, dass sich die Stellung groß öffnet. Ja, jetzt nimmt er diesen Springer weg, das ist auch Zeit. Jetzt muss man den mal wegnehmen, der nervt da sehr. Und spielt Springer G5. Bisher spielt der Orca das super. Es gab ein, zwei taktische Chancen für Schwarz, die aber Computerschach waren, die echt schwer zu sehen waren. Jetzt kommt C4, durchaus logisch, macht wieder Druck gegen F2. Dame H5, sehr stark, greift den H7 an, H6, jetzt wird auf E4 genommen, jetzt hat man gerade zwei Bauern mehr. Aber es würde jetzt noch eine interessante taktische Idee, es gibt jetzt eine interessante taktische Idee für Schwarz. Haltet mal das Video wieder an und versucht mir auch hier für Schwarz wieder eine Idee zu finden, mit der er sich im Spiel hält. Ich zeig's euch. Dieser Springer ist ja nur durch den Springer auf B5 gedeckt und deswegen, der Springer auf C7 macht sowieso nichts, der wäre hier sehr interessant gewesen. Mit der Idee, dass man natürlich dann den nimmt und dann hier weiter sehr gefährlichen Angriff bekommt. Stattdessen spielt jetzt Schwarz erst Turm F5, sieht auch logisch aus, Doppelangriff, aber der ist tatsächlich ein bisschen ungenauer. Wir werden es gleich sehen. Jetzt kommt Dame G4 und jetzt kommt Turm schlägt E5. Sieht ja auch logisch aus, sich diesen E5 zu holen. Aber es gibt jetzt auch hier wieder für Weiß starke Ideen. Jetzt kriegt nämlich Weiß auch Angriff mit der Dame da vorne. Jetzt kommt Läufer schlägt H6. Noch genauer wäre wahrscheinlich der gewesen, aber Läufer sieht natürlich super logisch aus. Und jetzt kommt Springer B5. Jetzt hat aber der Orca eben einen guten Zwischenzug mit Läufer G5. Ja, und jetzt wird es kompliziert, Leute. Ihr seht, das ist kompliziert. Die Dame hängt, der hängt potenziell mal, der hängt, aber greift auch den an. Eine echt schwierige Stellung, ja. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie das hier so weitergeht. Ihr könnt mal überlegen, was Schwarz machen sollte. Ich zeige euch, was er gemacht hat. Und dann zeige ich euch, es gibt eine Feinheit. Es gibt jetzt gleich eine schöne Feinheit. Es kommt Dame F7. Der Orca tauscht den raus. Und jetzt gibt es eine schöne Taktik. Der Orca legt jetzt taktisch richtig los und zeigt, was für ein taktisch guter Spieler er ist.
Die folgenden Verwicklungen sind jetzt gut für Weiß, aber er muss das sehr genau spielen, weil es natürlich so aussieht mit diesen Läufern und der könnte hängen und der und der und der. Das sieht brandgefährlich aus, was Schwarz hier macht. Aber Weiß hat eine Möglichkeit, sich taktisch hier rauszuwinnen und mit Vorteil rauszukommen. Und das findet der Jonathan. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das findet, was hier der Orca präsentiert hat. Ich zeig's euch. Es ist, wie gesagt, jetzt ein Drahtseilakt. Man kann jetzt den nehmen. Natürlich nimmt jetzt Schwarz den. Jetzt kann man aber Springer D6 Schach geben. Das Gute ist, der König kann den Springer nicht angreifen. Das heißt, er muss weg. Und jetzt hat man Läufer F4. Und diese Zugfolge konnte Schwarz jetzt nicht mehr nach Springer B5 kaum noch verhindern. Und dieser Turm, der deckt ja den Läufer und ist jetzt aber auch angegriffen und hat kein Feld mehr. Und auf einmal stehen alle weißen Figuren richtig gut. Die wenigen Figuren, die Weiß hat, die im Spiel hat, die funktionieren und gewinnen jetzt Material. In der Partie kam jetzt Turm F5 und das verliert halt die Qualität. Natürlich ist es immer noch nicht ganz einfach, weil dieses Läuferpaar schon stark ist. Das werden wir gleich sehen. Wenn man das gesehen hätte, was wieder sehr. Die Orca hat es gesehen. Wenn Schwarz das gesehen hätte, wäre es für ihn ein bisschen besser gewesen, statt Dame F7 erstmal hier zu nehmen und dann Dame F7 zu spielen. Mit der Hoffnung, diese Stellung zu erreichen. Und die ist tatsächlich wieder maximal unklar. Schwarz hat nur einen Bauern weniger, hat dafür einen Freibauern, hat super aktive Figuren. Und das sollte kaum schlechter sein. Vor allem hängt dieser Springer auch. Und der hängt. Also Weiß hat immer noch Probleme, seine Figuren überhaupt zu halten. Und deswegen wäre es hier für Weiß besser gewesen. Aber wer will das schon sehen? Erst diese Springerschach zu geben, kann er natürlich nicht nehmen. Da kann er auch nicht hin, weil Matt auf A7 ist. Also muss er nach da. Jetzt tauscht man die Damen und spielt den. Greift die beiden an, dafür hängt natürlich der Läufer, aber dann nimmt man den und greift jetzt den und den an, dafür kann der Turm aber hier nehmen und jetzt kann der Springer hier nehmen. Und das wäre eine sehr forcierte Folge gewesen und auf einmal hat man so ein Endspiel mit einem mehr Turm und Springer, aber das ist natürlich, sind die Remis-Chancen für Schwarz hier super. Praktisch ist so ein Endspiel sehr, sehr schwer zu gewinnen, weil die jetzt alle an einem Flügel sind, die Bauern. Also verrückte Kombination und ja, der Orca sieht das hier alles richtig und spielt diese Variante und hat jetzt eine Mehrqualität. Und jetzt schauen wir aber mal, wie er das macht. Turm D1 und jetzt sehen wir diese Läufer D3. Zusammen mit diesen Bauern sind diese Läufer echt nervig. Denn kein Turm, also die D-Linie ist zu und auch kein Turm kann in die B-Linie. Dieser Freibauer ist da, der Läufer ist noch da und Schwarz hat hier noch jede Menge Nervpotenzial. Läufer E3, eine sehr gute Entscheidung, zu versuchen, einen dieser Läufer weg rauszunehmen. Auch Schwarz macht das gut. Sie lässt den Läufer drinnen und versucht, Weiß weiter zu nerven. Jetzt hat der Orca es geschafft, seinen Läufer zu aktivieren und insbesondere diesen Bauern zu blockieren. Das ist schon mal ein sehr guter Fortschritt. Läufer B6, der Läufer geht wieder in diese Richtung. Turm C1, ja, hier wäre es wahrscheinlich jetzt mal der Moment gewesen, wo es sinnvoll gewesen wäre, seinen Freibauern in Gang zu setzen. Weil nur passiv hinten seine Figuren hinziehen, bisschen schwierig. Das Gewinnpotenzial, was man außerhalb des Mehrmaterials, was man hat, ist dieser Freibauer. Und den könnte man jetzt losschicken, damit man Schwarz auch mal beschäftigt. Damit Schwarz auch mal irgendwie mit seinen Figuren was tun muss. Er muss sich dann irgendwann um den A-Bauern kümmern und kann nicht mit allen Figuren angreifen. Turm C1, jetzt kommt Turm A8, geht auf den drauf. Läufer B4 deckt den. Jetzt kommt König F7. Noch ein bisschen stärker wäre es jetzt gewesen, richtig mit diesen Läufern zu nerven. Schaut euch mal diese starken Läufer an. Der geht jetzt nach B2 rein und so. Und hier muss man schon aufpassen, dass man weiter das Ganze wirklich als Gewinnstellung hält. Das ist nicht praktisch, auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Stattdessen kam jetzt König F7, bereitet den G-Bauern vor. Turm C3, ja, der ist ein bisschen unnatürlich. Ne? Jetzt diese Figuren stehen alle ein bisschen merkwürdig. Dieser Turm auf C3, der Turm ist immer die schlechteste Blockadefigur. Was bereitet er aber natürlich vor, Leute? Was bereitet Turm C3 vor? Wir können erstmal darüber sprechen. Was ist die Idee von Turm C3? Den hat der Orca natürlich nicht ohne Grund gespielt. Ich verrate es euch, er möchte mal irgendwann diesen Läufer hier rausnehmen und sagen, er hat ein Turm-Mitspiel mit Turm und Läufer gegen. Und zwei Mehrbauern, auch gegen Turm und Läufer. Trotzdem, also deswegen spielt Schwarz jetzt auch den und deckt den. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen oder eine andere Idee gewesen, zu sagen: Mach doch, ich spiele jetzt den, jetzt droht nämlich auch Turm E2
und jetzt muss wahrscheinlich irgendwann hier genommen werden. So, und jetzt kriegt man halt trotzdem Turm E2 rein. Und jetzt muss man den ja decken. Das geht eigentlich nur richtig mit dem. Jetzt geht der König nach vorne. Und jetzt hat man so eine Stelle, man hat zwar zwei mehr Bauern, aber Schwarz hat super aktive Figuren. Dieser Druck gegen F2 wird bleiben. Diesen A-Bauern kriegt man schlecht vor, weil der dann wahrscheinlich fällt. Und Schwarz droht auch mal sowas wie G5, G4 und diesen Turm zu vertreiben. Und diese Stellung ist praktisch auch sehr, sehr schwer. Sehr unangenehm für Weiß, weil seine Figuren alle passiv stehen, die schwarzen Figuren stehen alle aktiv. Und diese zwei Mehrbauern, aus denen kann man, muss man jetzt mal zeigen, dass man aus denen was machen kann. Das wäre tatsächlich vielleicht die ein bisschen bessere Wahl gewesen. Es sollte immer noch gewonnen sein für Weiß, aber man muss einen Weg finden. Turm D8 kommt stattdessen. Jetzt kommt H3, erstmal ein Luftloch machen. Jetzt kommt G5, Turm E1 und jetzt kommt G4. Jetzt sind wir bei einem ganz spannenden Moment der Partie. Schwarz macht das nämlich richtig gut. Auch mit Turm D8 und so wie er es gespielt hat, ist halt eine andere Entscheidung gewesen oder wie sie es gespielt hat. Sie möchte jetzt natürlich G3 spielen. Und dann wird das richtig unangenehm mit diesem gefesselten Bauern. Und jetzt ist der Moment, wo die Partie am Scheideweg ist. Schwarz hat fast so viel Gegenspiel, dass es mindestens Ausgleich ist. Und die Partie schon fast zu kippen droht. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo man als Weißer was machen muss. Und das macht jetzt der Orca. Und da zeigt er wieder seine Rechenfähigkeiten in seinem damals noch jungen Alter, wie er das hier wunderbar berechnet und findet exakt genug Gegenspiel. Ihr könnt ja mal gucken, überlegen, was er jetzt gespielt hat. Ich verrate euch. Er hat jetzt dieses Schach gegeben. Und tatsächlich kommt jetzt so ein ganz kleiner, aber das ist schwer zu sehen, dass es ein Fehler ist. König G8 wäre hier wahrscheinlich das Beste gewesen. Es kommt der. Und jetzt kommt Turm B7. Greift den Läufer an und es hat aber noch eine Drohung. Und nämlich dieses Läuferschach. Und das ist das Problem für Weiß, dass für Schwarz ist jetzt auch dieses Läuferschach droht. Diese Doppeldrohung kann er nicht gut verteidigen. Es kommt Läufer D4 und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was jetzt wohl gekommen ist. Was hat der Orca jetzt gespielt, um seinen Vorteil auch wirklich zu verwerten? Ich zeige es euch. Es droht natürlich Läufer E7 Schach und der Turm hängt und deswegen kann man jetzt einfach den hier rausknallen. Man kann ja auch Läufer E7 spielen können, aber das ist viel einfacher, den hier rausknallen, weil man danach Läufer E7 droht. Deswegen das kommt jetzt der, der und der und der und der. Und jetzt hat man einfach eine Mehrfigur. Und wir schauen nochmal, wie der Orca das nach Hause bringt. Er gewinnt noch den Bauern. Und am Ende gibt er hier diese Schach. Und jetzt gibt... Weil jetzt wird hier auch gleich dieser... wird nachdem natürlich hier auch dieser Bauer fliegen mit Schach. Und dann hat man eine Mehrfigur und zwei Mehrbauern. Das gewinnt man natürlich. Und ja, eine beeindruckende Partie. Der Computer bescheinigt dem Orca 7 Ungenauigkeiten, aber kein Fehler. Eine sehr hohe Genauigkeit. Das, was ich eben genannt, die Ungenauigkeiten, waren genau diese Momente, in denen Schwarz ganz kurz hätte seine Entwicklungsvorsprung nutzen können. Und das zum Beispiel in diesem Moment hier. Ja, das war wahrscheinlich ein sehr spannender Moment in der Partie. Nochmal. Zack, 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 zack. Und zwar hier. Jetzt hier Springer G4. Das muss man natürlich dann sehen. Und das ist das Schwierige. Wenn man das ist ganz typisch, wenn man Entwicklungsvorsprung nutzen möchte, dann muss man das meist taktisch machen. Es ist selten so, dass man einfach Entwicklungsvorsprung und dann Sachen angreift und was gewinnt, sondern man muss meist Taktiken finden und die sind nicht immer einfach. Und die, insbesondere diese Springer G4-Taktik mit Dame D6, sie ist nicht einfach zu sehen. Aber sie hätte Schwarz ein bisschen den Vorteil gebracht. Und sie sind aber auch wichtig zu sehen, weil ansonsten ist dann der Entwicklungsvorsprung weg und dann hat man nur noch Minusmaterial. Und der Orca hat das insbesondere toll gemacht in diesen kritischen Phasen. Da hat er sich genau richtig verteidigt und da hat er eine hohe Genauigkeit an den Tag gelegt und deswegen eine Partie auf beeindruckende Art und Weise gegen eine WGM gewonnen. Ja, geile Partie. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, auch für euch hoffentlich. Schreibt mal bitte, bitte Leute, jeder irgendwas unter dieses Video. Das hat der Orca sich verdient. Sagt ihm mal, was das für eine geile Partie war. Und ja, ich hoffe, ihr schaut weiter fleißig Videos. Nicht nur von mir, sondern auch vom lieben Orca, ein toller Schach-YouTuber, ein toller Schachspieler, ein toller Mensch. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.